Und Jala hat keinen Bock mehr, Held zu sein, oder was? Er hat jetzt langsam die Schnauze voll. Ey, ich hatte schon die Schnauze voll, da hatte ich 3000 AP, da hatte ich die Schnauze schon voll. Du hast mit 3000 AP angefangen. Ich weiß. Da hatte ich die Schnauze schon voll. Und irgendwer soll mich mal daran erinnern, dass ich neue Bolzen kaufe, weil wenn ich echt mit zwei Bolzen nach Schwarztopien reinrenne, ist vielleicht nicht so worth. Komm, du schießt doch Vorkampf. Ich frag mich sowieso, wie wir über die Tomimura kommen. Wir nehmen die Brücke. Nicht. Ja, natürlich! Schwarz- und Weiß-Turbo stehen sich gegenüber. Keiner will das Heer reinlassen des anderen und wir gehen über die Brücke. Ich meine, da gibt's bestimmt einen Zauber für, Euruk. Ja, Tarnzauber. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir sind letztes Mal schon über so einen Scheißfluss nicht rübergekommen, weil unsere Zauber nichts geschissen gekriegt haben. Und ich 600 Dukatenspeer mitten im Arsch der Welt verloren habe. Also, ich meine, es ist Firon. 600 so Dukatenspeer? Ja, das war der Glaube ich. Oh, richtig, der war doch mit 33-fach geflammt und Zwergenstahl, und hast du nicht gesehen. Ich hab drauf geschissen. Da war wirklich alles drauf. Ja, hab ich halt. Der nächste Besitzer freut sich darüber? Wollen wir es hoffen? Der nächste Besitzer wird irgendein Goblin sein. Ist halt persönlich angepasst. Weißt du, Goblins Metallwaffen auszuhändigen, ist in Tovrien ein Hochverbrechen. Ja, kannst mir ja klar. Aber sehen wir es positiv, dass ich die Zwergesraja verloren habe, ist total egal. Da hätte ich eh mit 11 und 10 angegriffen und das hätte dann auch nichts mehr gerissen. Ja, 11 und 10 ist besser als die 10, 10, die deine Faust machen. Hallo, ich habe 15, 14 auf Raufen, mein Freund. Warte mal drauf, bis ich den Hammerschlag ansag, den ich leider nicht kann. Scheiße. Hammerschlag kannst du mit Raufen ansagen, du meinst vermutlich den Schmetterschlag. Richtig, richtig. Schwinger meinte ich auch. Siehst du? Ja, der Schwinger ist ja sowieso total nutzlos. Hey, war das nicht der Wuchtschlag von... Nee, der Schwinger ist die Finte, den gerade ist der Wuchtschlag. Ach, fick doch, mein Ding. Ja gut, die gerade habe ich aber auch. Was hast du denn für einen Kampfstil? Hammerfaust, glaube ich. Hammerfaust ist kein schlechter Kampfstil. Ja, ich finde Doppelschlag ist eigentlich sowieso, wenn der Gegner keinen Block hat, super OP. Wenn er den halt hat, dann nicht mehr, aber... Naja, das Problem ist halt, dass in den allermeisten Fällen hat dein Gegner eine Waffe und dann bist du ziemlich schnell ziemlich gelackmeiert. Die Vier Erschwernis musst du erstmal mitnehmen und dann musst du die Reichweite erstmal mitnehmen und dann kommst du ganz schnell auf nicht mehr so tolle Werte. Ja, natürlich. Wenn der Gegner eine Waffe hat, dann bist du im Arsch. Außer du bist, glaube ich, hier dieses Zayat-Wichser da. Die sind noch ganz okay. Hurusat, aber gut. Na, ich meine, Mercenario darf die Erschwernisse halt ja, schon mal. Ich kämpf nicht mit Zayat. Ja, waren das nicht die Typen, die irgendwie immer so Pesche würfeln durften und wenn die dann Pasch gewürfelt haben, dann durften die nochmal angreifen? Ja, das waren die Zayat-Typen. Die rennen Zayat-B auf der Stirn, das ist den Erkennungszeichen. Wenn irgendjemand in einer schwarzen und einer roten Robe siehst, sag ihm, ich möchte den ganzen Zayatten herren, der nimmt dich dann mit und bringt dir das bei. Es kostet also auch ganz wenig. Ich habe nur einmal gegen so einen Typen gekämpft und dann war ich nach der ersten Runde ausgenockt und ziemlich angepisst. Schiebt ja ziemlich OP. Wie gesagt, wenn der ein paar Schwürfel, das habe ich bei Perdido Dorkstein ja auch gemacht. Ich hatte dann meine 120 Trefferpunkte. Hab mich gefreut. Ja, wer hat das nicht pariert? Da konnten die nicht sogar noch irgendwie Erschwernisse ansagen, um ihren Pasch auszugleichen? Ja, genau, die können Shit. Dann pro 4 Punkte, die sie ansagen, können sie den Zap um einen Punkt, den Würfel um einen Punkt in eine Richtung drehen, um einen Zap zu erreichen. Das heißt, wenn die irgendwie 12 Punkte Erschwernisse ansagen, können die insgesamt 3 Punkte drehen und das ist richtig viel. Naja, was soll's. Dann drehst du von der 4 auf die 1, anstatt die 1 auf die 4 zu drehen. Zum Beispiel. Soll's Leute gegeben haben. Ach, du kannst egal drehen. Okay, das ist ja krass. Ich dachte, du kannst einfach sagen, ich habe jetzt hier, was ich, du hast eine 6. Du musst doch nur einen drehen, du Idiot. Nein, ich dachte, du kannst nur einen Punkt in eine Richtung. Also wenn du eine 5 und eine, keine Ahnung, eine 4 gewürfelt hast, kannst du 2 5 draus machen. Na, wenn du zweimal drehen könntest, könntest du genauso gut aus einem 5er Pasch einen 6er Pasch drehen. Also nein, das meine ich nicht. Zum Beispiel nicht die 6 und die 2, da kannst du halt, da musst du 4 mal drehen, aber wenn du nochmal würfelst, dann drehst du jetzt die 4, drehst du auf die 5. Ja, das, genau. Die so richtig groß drehen hat die 5 auf die 4. Aber du kannst nicht die 2 in eine 6 drehen. Einfach so. Nee. Richtig? 2 in eine 6 drehen? Klar kannst du eine 2 in eine 6 drehen. Du kannst die 6 auf die 5 drehen und die 2 auf die 3, aber das bringt dir auch nichts. Ja, gut, das meine ich nämlich. So habe ich das auch verstanden. Okay. Aber das kannst du. Ja, aber du drehst natürlich immer nach oben. Okay, jetzt drehst du die 1 auf die 2 und den anderen drehst du auch auf die 2. Wenn du zweimal drehen kannst. Wenn du zweimal drehen kannst. Ich sag ja gerade, wenn du 12 Punkte der Schwelle nimmst, dann kannst du eben dreimal drehen. Das ist dann schon
ziemlich mächtig. Ja, mit 12 Punkte erschweren sind auch ziemlich happig. Ich meine, ja, wenn du 12 Punkte erschwerst, ist das Treffen schon mal nur so eine 50-50-Chance. Mit Begabung, und dann kannst du nicht... Begabung auf Raufen kannst du das wohl richtig einfach auf die, weiß ich nicht, 21 oder so steigern. Ja, so. Dann greifst du an auf die 23. Wenn da 12 erschweren ist, greifst du dann auf die 11. Es ist schon mal überhaupt nur eine 50-50-Trefferchance und davon hast du noch keine Finte. Wenn der Typ mit einer Parade größer 16 anläuft, bist du einfach am Arsch. Weil das machst du dreimal, triffst davon höchstens einmal und er hat in der Zeit alle Zeit der Welt, um dich zu bräuchten. Ich muss nur einmal treffen. Wenn ich über deine Konstitution Schaden mache, fällst du um. Ja, das musst du aber auch erstmal schaffen. Das ist aber gar nicht schwierig. Das ist doch nicht schwer. Ich würfel jetzt einmal. Wenn er mit 2 Sechsen anfängt, ja klar, wenn ich auf die 16 pariere, hast du eine 25% Chance, mich zu treffen. Ja, das stimmt, das ist größer. Und wenn du deinen 50-50-Wurf nicht schaffst, hast du auf deine nächste Aktion erstmal eine 12er Erschwernis. Nein, dann kommt der Hammerschlag, ich spring dich an im Handgemenge. Ja? Ja. Dafür musst du erstmal die höhere Initiative du springst mich an gegenhalten. Geklärt. Nein, aber machen wir weiter. Okay, du springst mich an im Handgemenge. Ja. So, greif an auf die 11. Auf die 11? Ja, wir haben gerade gesagt, ein 23er AT-Wert angenommen, 12er Erschwernis ist die 11. Ja, okay. So, ist ein Treffer. Nee, ist kein Treffer. Ist kein Treffer. So, das wäre jetzt zum Beispiel gelungen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich treffe. Du musst jetzt parieren im Handgemenge und wenn du mit sowas wie, weiß ich nicht, N rumläufst oder... Dann anderthalb Händer zum Beispiel, dann hast du, was ich, Paradewert vielleicht von 16 und dann eben 4 Punkte erschwendest, weil zu schlechte Reichweite, ne? Schlechte Reichweite sind 6 Punkte. Oh, 6 Punkte. Wenn ich den Typen natürlich im Huchelzart kommen sehe, könnte ich auf Halbschwert gehen, aber das ist ein Kuhhandel. Ich wäre bewaffnet, in dem Fall kriegst du aber erstmal nochmal eine 4er Erschwernis. Minus 2, minus 3 müsste es sein, bewaffnet gegen unbewaffnet. Ich meine minus 4, aber ich kann auch sein, dass Johnny dann recht hat. Okay. Dann ziehe ich mir halt irgendwelche Schlagringe an, dann bin ich mir unbewaffnet. Aber damit kannst du nicht treten. Ich trete dich sowieso. Ich trete zu und habe aber Schlagringe, das heißt, ich bin nicht unbewaffnet. Fick dich. Ja. Hast du morgen mit Johnny geduscht oder so? Das klingt für mich etwas, wie er argumentieren würde. Ja, aber das ist total dumm. Ich trete dich halt immer noch barfuß. Nein, ich geh pinkeln. Sorry, mir ist das zu viel. Nein. Schlagregel, klar. Das ist super aber lustig. Es muss ja auch so funktionieren. Du trittst immer noch barfuß zu. Es ist halt immer noch das Gleiche, nur dass du Schlagregel an hast. Ja, ist halt das gleiche, wie wenn du deine Brabant-Streitaxt dabei hast und den Typen trittst, dann trittst du den halt trotzdem. Johnny, siehst du da irgendwie einen Regelverstoß? Ich nicht. Nein, einen Regelverstoß sehe ich da nicht. Er ist einfach nur mad, dass ich ihn wegboxe mit Horosan. Deswegen ganz halt richtig mad. Mit Schlagringen kannst du ja immer noch deine Raufensachen benutzen. Am besten noch hervorragend gearbeitete Schlagringe aus Endurium, damit sie deine Initiative erhöhen. Ich glaube, man kann leider keine Raufenwaffen und Dolche, kann dann beides nicht personifizieren lassen. Muss ich gerade gucken, ja, ich glaube, du hast recht. Das hört sich und deswegen, ja, da gibt es noch ein paar Waffen, die man nicht personifizieren kann. So, was ist denn das? Das Dolche? Handgemenge. Die Drachenklaue kannst du, glaube ich, machen, oder? Wobei, ja, dann greifst du auch mit Raufen an. Ich will ja einfach nur den Schlagring machen. Naja, wenn man so eine voll gemoddete Veteranenhand hat, damit kann man immerhin ganz gut Schaden machen. Aber wenn man die nicht modifizieren kann, ist natürlich Kacke. Ja, du kannst den Attacke, Parade, also den WM und die INI nicht verändern, aber ansonsten kannst du ja schon was verändern, so. Schaden. Dieses Personifizieren ist ja nur Attacke, Parade, Boni, also dieser WM und die INI. Die drei Sachen sind personifizieren, alles andere ist ganz normales, dieses Schmiederegeln für heißes Eisen. Daru hast du gehört? Schlagring aus Endurium. Was wiegt denn so ein Schlagring? Ja, das nix. Ich meine, du könntest wenigstens versuchen, es vernünftig zu machen und einen Rittersporn anziehen, aber nein. Nee, einfach nur total dumm.